Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. So, die Specials sind vorbei. Wir sind wieder im Tagesgeschäft angekommen beim SCB World Report. Es ist eine neue Staffel und es hat sich so viel verändert. Ja, wahnsinnig. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also das Interface ist neu. Ja. Also das kennt ihr schon vom Monatsreport, aber wir haben es jetzt auch für den SCB-Verse Report eingesetzt, weil wir es etwas schicker finden. Alles andere wurde rigoros abgewiegelt. Ich habe ja vorgeschlagen, vielleicht schöne Sessel, eine schöne Couch. Tja. Ey, weißt du, ja, wie? Was? Wir drehen es jetzt schon zum zweiten Mal, weil wir uns eben nicht konzentrieren konnten. Was meinst du, was passiert, wenn wir auf einer Couch das landen? Das musst du doch jetzt hier nicht erwähnen. Also, von daher, wir bleiben erstmal stehen. Wir bleiben stehen, um mehr uns konzentrieren zu können und auf dem Punkt zu sein und sehr seriös und nicht hier so rumlungern. Apropos, darum haben wir jetzt auch direkt ein Hot Topic für euch. Ein Hot Topic, was wir uns so ausgewählt haben, weil wir es einfach mal ganz spannend fanden, sowas ins Zentrum zu stellen, weil die daran sehr, sehr viel arbeiten. Und da geht es um Sounddesign. Und zwar um das Soundoptimierungen in Trümmerfeldern, um genau zu sein. Denn im Moment ist es ja so, dass wenn wir durch Trümmerfelder fliegen, es irgendwie kein Feedback im Spiel gibt. Ne? Und daran arbeiten sie, dass das halt nicht so dröge ist sozusagen, sondern dass ein paar Effekte auftauchen, wenn man dann mit dem Schiff durchfliegt. Also dass man nicht nur die Soundkulisse des Schiffs hat, sondern auch von den Trümmerfeldern. Und da haben sie einen Punkt eingebracht, den ich sehr, sehr spannend finde, und zwar als Stichpunkt zu erwähnen, dass im Live-Erstellen von Sounds im Spiel. Ja, das betonst du jetzt, weil ich es nämlich nicht geschnallt habe und ihn noch gefragt habe vorher. Deswegen machen wir das mal live. Ja, wie ist denn das? Wie meinen die das denn live im Spiel? Wie sollen denn da die Effekte? Und ich betone es deshalb, weil ich auch keine Ahnung habe, sondern einfach nur wild in die Gegend spekuliere. Nein, es ist wirklich so, nehmt es nicht allzu ernst, was ich jetzt sage. Es war tatsächlich nur eine Idee. Denn ich kann mir das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir diese Soundknoten haben. Die haben wir schon mal gesehen, dass man, wenn man bestimmten Gegenständen vorbeigeht oder Dinge, halt Sounds ausgelöst werden. Mhm. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass quasi einzelne bestimmte Orte, Teile in so einem Trümmerfeld eben solche Soundknoten haben. Und wenn die sich mit anderen Sounds verbinden, wie zum Beispiel Triebwerksgeräuschen oder halt irgendwie dem Geräusch, wenn halt irgend so ein Trümmerteil halt über deinen Schiffsrumpf knarzt, kratzt, dass das halt einen neuen Sound ergibt, der live im Spiel erstellt und gerendert wird. Quasi wirklich umgebungssensitiv, je nachdem, wo du bist, was passiert. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wenn ihr andere Ideen habt, gern in die Kommentare. Könnt uns gerne nochmal sagen, was sie vielleicht damit gemeint haben. Wir spekulieren nämlich da drumherum nur. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall schon Tests, wenn ich das auf jeden Fall verschiedene Testphasen, Testszenarien, da sind sie gerade zu Gange. Also sie sagen, also was ganz klar ist, manchmal sind die Sounds noch zu lang oder zu kurz. Da muss man jetzt ein bisschen an den Einstellungen feilen, genauso wie an der Lautstärke, also an dem Feintuning. Da sind sie auch gerade dabei. Und dann soll es halt irgendwann ein schönes Zusammenspiel geben zwischen den Schiffsgeräuschen und Explosionsgeräuschen. Ja, denn keiner von euch will oder kennt das, jeder kennt das schon, aber keiner möchte das erleben, dass man irgendwie mit geplatzten Ohrmuscheln quasi da sitzt, weil die Explosion so laut war. Das kann natürlich auch immer sein. Das wird jetzt gerade gemacht und feingetunt und ich denke, von da aus wird es dann weitergehen in nicht nur Trümmerfelder, sondern ich könnte mir vorstellen, was gibt es noch so? So Asteroidenfelder, so Nebel. Ja, genau. Nebel fand ich total cool, so wenn die Idee, wenn es dann irgendwie so vorbeizieht und alles. Wird eine sehr, sehr spannende Sache vor allem. Deshalb bleiben wir auch dran und hatten das jetzt als Hot Topic. Von da aus gehen wir jetzt weiter zu den Weekly Updates. Ja, und in den Weekly Updates, da haben wir uns bei Around the Verse, ich muss gleich dazu sagen, wir haben uns auch eigentlich nur auf Around the Verse spezialisiert, weil diesmal ging es aus Austin. Sandy und Chris führten durch die Show, durchs Format und da hatten sie eigentlich verschiedene Themenbereiche und eins war das Development Operations Team, also DevOps Team. Und das haben wir uns jetzt auch rausgepickt. Ja. Ne? Bei Reverse the Verse wurde da ein bisschen zu gelabert und das ein bisschen, eigentlich alles doppelt erzählt und deswegen machen wir das jetzt nur hier bei Around the Verse. Also man kann im Prinzip sagen, es gibt drei Unterabteilungen vom DevOps Team und zwar ist das einmal das Build Team, dann das Live-Team quasi, oder Live-Ops und Build-Ops. Und da ist das Wort schon wieder. Publishing. Ich will immer Public-Dings sagen. Das hatten wir eben schon, wo wir es nochmal aufgenommen haben. Deswegen machen wir es auch gerade ein zweites Mal, weil es schon wieder. Publishing-Team. Aber Public kommt, ne, wegen das Publishing für die Public. Das ist der gleiche Wortstamm, durchaus. Deswegen habe ich das immer so. Und das Publishing-Team. Ja, also DevOps allgemein, wie gesagt, beginnt mit den Build-Ops. Das sind irgendwie die
Jungs, die sich hinsetzen und den Build so weit fertig machen und bereit machen, dass er dann auf die Live-Server gehen kann, sei es PTU oder eben wirklich live für alle. Das heißt, das Build-Ops-Team fängt tatsächlich mit der Arbeit an, stellt es zusammen, verwaltet eben diese einzelnen Builds und stellt sie bereit. Und von dort aus geht es dann zu LiveOps, von dem man auch viel gehört hat schon. Genau, und die sind ja zuständig für die Tools, ne? Und die bringen, also die machen eigentlich den kompletten Patch-Prozess. Ja. Ne? Also alles, was live geht oder jetzt schon live ist, dafür sind die LiveOps zuständig. Die verwalten das die ganze Zeit. Ne? Also genau. Die haben auch tatsächlich die ganze Zeit zu tun. Also ständig mit der Konfigurierung beschäftigt und genau, dass das alles dann rund läuft sozusagen. Und bereiten dann die Server vor? Für? Für? Das Publishing-Team. Genau, so ist es. Richtig. Also sobald das Ganze dann von den Entwicklern durch die QA-Phase durch ist, dann ins PTU und auf den Livestream kommt oder live geht, dafür bereiten sie das dann vor fürs Publishing-Team. Ja, und die sind dann wirklich die Jungs, die dann einfach die kleinen Pakete zusammenschnüren, wirklich das Ganze versandbereit machen und dann auch dafür verantwortlich sind, dass es eben hochgeladen wird und dass es korrekt funktioniert oben. Das machen die in ganz enger Zusammenabstimmung mit dem Live-Ops-Team. Das bedeutet im Grunde genommen, Build-Ops ist die ganze Zeit damit beschäftigt, neue Builds rauszubringen. Live-Ops ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die Server live funktionieren zu halten. Und Publishing kommt immer dann rein, wenn es darum geht, einen neuen Patch nach oben zu pushen. Und das fand ich ziemlich cool. Die haben nämlich ein bisschen ausgeführt, dann ging es nochmal um die Patchgrößen, ne, was wir genau, auch schon erzählt haben. Dass sie die komprimieren wollen. Also, und vor allem, dass sie das jetzt so machen wollen, dass du nicht, wenn du den Patch runterlädst, also dass der Patcher dann, also weil der weiß ja nicht, okay, was wurde neu gemacht, was wurde geändert, was wurde optimiert und gekürzt oder was auch immer. Und deswegen musste man sich immer alles runterladen. Und das wollen sie vermeiden, weil die Patchgrößen natürlich sonst zu groß sind. Und da haben sie tatsächlich gesagt, bis zu 90% soll dadurch eingespart werden an der Größe. Das ist viel. Da war ich schon erstaunt. Allerdings, ja. Hat mich auch erstaunt. Das würde dann tatsächlich bedeuten, dass eben aus einem 25-Gigabyte-Patch nur noch, keine Ahnung, ein paar Gigabyte draus werden. 3, 4, 5 Gigabyte vielleicht. Das ist natürlich eine große, signifikante Veränderung. Liegt übrigens daran, dass momentan alles in Packfiles drin versteckt ist, auch was sich verändert hat oder was neu ist. Jede Packfile ist etwa 2 Gigabyte groß und der Patcher kann, wie du eben schon gesagt hast, nicht lesen, was hat sich verändert und was neu. Und das friemeln sie jetzt alles auseinander. Da sitzen sie jetzt auch wirklich im ganzen DevOps-Team und nehmen das Stück für Stück auseinander, um eben wirklich nur noch die Dateien so erkennen zu machen, dass nur noch die Dateien ausgetauscht werden, die sich geändert haben. Coole Sache, fand ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war's an der Stelle dazu. Also sie haben nur noch erwähnt, dass sie das halt mit Frankfurt auch zusammen machen, damit das Ganze dann halt mit der Engine einhergeht. Also du kannst, damit du nicht, wenn du irgendwas änderst, dass es dann nicht kompatibel ist dann mit der Engine. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Genau. Also richtig, sehr gut. Ansonsten hatten wir noch Shipshape. Und das war auch in Around the Verse. Das ist wieder mal ein Ausflug zur Drake Herald gewesen. Mal wieder, ne? Du sagst es schon. Da gibt es immer mal wieder einen kleinen Ausflug zu. Ja. Der erste Inforunner. Wobei ich dazu sagen muss, erste in dem Fall, da hat sich Ben Lesnick, als er dann später auch nochmal mit Batgirl zusammensaß, nochmal zu geäußert und betont, das heißt nicht, dass es mehrere Inforunner geben wird, obwohl er sich das auch wünschen würde, ne? Aber zumindest ist die Drake Herald der erste Inforunner, der überhaupt, den es überhaupt gibt. Genau. Und ja, der ist ja dafür zuständig, ein paar Daten zu speichern. Und da wirst du vielleicht ein Voice-Over machen? Ja, genau. Darum werden wir es jetzt nicht im Detail noch ausführen jetzt, sondern ich gucke mir das an und guck mal, dass es eine schöne Voice-Over-Episode wird. Je nachdem immer, wie viel Infos wirklich drin sind. Wer jetzt schon die Infos aus Shipshape haben möchte, geht einfach auf den SCB-Artikel, kann sie sich dort durchlesen und wir gucken dann mal, ob wir vielleicht noch ein Voice-Over dazu machen können. Gehen aber auch gleich nochmal bei Batgirl und so nochmal kurz auf die Herald ein. Daher gehen wir jetzt nochmal zu den Sounds zurück, aber eine andere Art und zwar zur Musik. Ja, und die Musik, die soll logisch verlaufen im Spiel. Also das sogenannte Musik-Logik-System, Music-Logic-System. Dass sie dynamisch stattfindet, die Musik. Darüber haben wir auch schon mehrfach berichtet. Finde ich immer eine tolle Sache, dass es wirklich so ist, wenn Kämpfe stattfinden, dann soll das Ganze natürlich epischer, heroischer sein, ein bisschen dramatischen Schmackes haben, ne? Oder die Fahrstuhlmusik, wenn nichts passiert. Darauf sind sie auch eingegangen und was haben sie noch gesagt, dass sie
mit die größte Neuigkeit da drin auf jeden Fall hatten, dass das Ganze mit 2.6 live gehen soll. Das heißt, der erste Teil davon, das wirklich nur auszugweise, hat man auch schon gesehen in der Gamescom-Präsentation, ne? Dass das funktioniert. Mit FPS wollte ich gerade noch sagen, genau. Das ist vor allem für einen FPS-Teil interessant sein wird. Das hatten wir jetzt auch wirklich auf der Gamescom-Präsentation, wie sich die Musik zum Beispiel in der Starfarer drin, als er dann darin im EVA war, in dem Wrack, sich verändert hat. Das soll sich dann eben auch schon anpassen. Deshalb war ein ganz gutes Update. 2.6 wird auf jeden Fall den ersten Teil von diesem Music Logic System enthalten. Ja, damit sind wir, glaube ich, auch schon durch mit Around the Verse. Wie gesagt, Reverse the Verse erwähnen wir an der Stelle jetzt hier nicht, weil nicht viele neue Informationen drin war. Es war da nochmal das DevOps-Team aus Austin dabei und da sie sich alle lang und breit darüber unterhalten hatten, dass sie jetzt alle lange Bärte haben, weil sie sich einen Contest haben irgendwie. Kannst du auch bald mitmachen. Kann ich auch machen. Mit ja, genau. Kann ich auch mitmachen. Waren da nicht so viele spannende Informationen dabei. Da gibt es auch andere Folgen von Reverse the Verse, die deutlich inhaltsstärker sind. Darum lassen wir die jetzt mal aus. Ja. Womit machen wir halt stattdessen weiter? Ja, würde ich sagen, dann gehen wir direkt zu Ben Lesnick und Batgirl D'Angelo, Nicole Batgirl D'Angelo. Mhm. Und ja, die haben sich auch zu Anfang mit der Herald nochmal kurz beschäftigt. Da, wie gesagt, wurde nochmal gesagt, dass es halt nicht der erste Inforunner ist und blablabla, hatte ich schon erwähnt. Aber eine wichtige Info an dieser Stelle, dass es zuerst Kuriermissionen geben wird, statt Datengewinnungsmissionen. Ne? Mhm. Und sie basteln auch an einer Broschüre gerade für die Herald. Und auch dort wird man sich erst spezialisieren auf die Kuriermissionen und jetzt nicht auf Hackermissionen und oder Funktionen. Die Herald sonst auch ausüben könnte. Das ist also die Information, die wirklich am Anfang für euch interessant ist. Das heißt, am Anfang wird die Herald dazu dienen, eine Kiste zu nehmen, sie reinzustellen und schnell mit wichtigem, wertvollen Inhalt in die andere Ecke des Systems zu kommen. Das heißt, der ganze Datenteil, das heißt Daten transportieren, Daten einsammeln, Daten auch als Relaisstation weiterleiten, das wird erst viel später im Spiel passieren. Also von daher, erstmal nehmt das Schiff als das, was es ist, ein wahnsinnig schneller Drag Racer. So. Aber wenn ihr dann per Kurier oder als Kurier da durch die Galaxie rast, wird es bald eine kleine Änderung geben. Das haben sie nämlich auch gesagt. Das Flugverhalten soll nämlich jetzt so langsam kontrolliert werden, denn das Ganze ist ein bisschen wild, hat der Ben gesagt. Ein bisschen Law and Order soll jetzt stattfinden, also nicht rumgefliege und einmal kreuz andere und quer Leute landen kaputt machen, oder genau. Auf der Landeplattform kreuz und quer landen, wo man will. Nein, es soll jetzt im Zuge oder mit Kombination des Reputationssystems so sein, dass Strafen auferlegt werden, sobald man nicht ordnungsgemäß fliegt oder landet. Ja, also wie gesagt, in der Kombination mit dem Reputationssystem ist das natürlich total sinnvoll. Das würde bedeuten, dass ihr eben von einem Strafzettel für eine irgendwie falsche Landung oder zu schnelles Abfliegen bis hin zu Knast oder richtig Strafe zahlen, ihr unter Umständen dann eben Strafmaßnahmen erleidet, wenn ihr das nicht ordnungsgemäß macht. Das gilt aber natürlich vor allem für bevölkerte Planeten und Raumstationen. Woanders könnt ihr natürlich tun und lassen, was ihr wollt. Ja, genau. Und vor allem landen, wie ihr möchtet und wo ihr möchtet. Aber eben für bevölkerte Planeten oder eben solche Raumstationen wird es eine Flugkontrolle geben und die wird ans Reputationssystem gekoppelt sein. Dann hatten wir noch eine spannende Info, auch aus dieser Episode mit Batgirl, was die Hornet F8 Lightning anging. Und da tun sich große Fragezeichen auf. Aber positiver Art, würde ich sagen. Ne? Ja, absolut. Weil eigentlich ist die ja nicht zum Verkauf vorgesehen oder überhaupt jemals. Für Bäcker eigentlich vorgesehen gewesen. Ne? Aber diesmal haben sie gesagt, sie soll wahrscheinlich vor Squadron 42 eingeführt werden und für Spieler testbar. Ja, das ist eine große Information. Die Hornet F8 Lightning ist ein Schiff, ursprünglich konzipiert als schwerer Jäger, der exklusiv für Squadron 42 gemacht wird, nicht verkauft wird und auch den Spielern im Spiel ganz schwer bzw. fast gar nicht zugänglich gemacht werden soll, also im PU dann, weil es eben ein absoluter Militärjäger ist. Jetzt ist eine neue Information rausgekommen. Mhm. Ich habe noch keine Ahnung, was das beinhalten wird. Das Einzige, was noch dazu gesagt wurde, ist, dass
sich die Rolle von der F8 Lightning in Squadron 42 stark verändert hat. Das heißt, vielleicht ist aus dem schweren Bomber oder schweren Jäger ein leichter Aufklärer geworden, keine Ahnung. Kann sich alles geändert haben, aber so wie Ben Lesnick klang, möchte er den zur Verfügung stellen. Ob das jetzt nun im Sinne von wirklich einem Konzeptheld dann doch ist oder ob es im Sinne von, wir hier, bitte, nehmt mal, schmeißt Testwoche, keine Ahnung. Bestimmte Tester, weiß ich nicht. Ja. Mal gucken, also auf jeden Fall scheint sie gut vorangegangen zu sein, die Entwicklung dort, und wir werden also abwarten müssen, ob wir dieses Schiff nochmal in die Hände kriegen, da würden sich nämlich viele drauf freuen. Worauf wir auch noch warten müssen, ist die Hurricane. Ja, da gab es seit langem mal wieder Infos darüber und eigentlich auch nicht so viele, denn auch die Rolle der Hurricane ist geheim oder wurde sich darüber ausgeschwiegen, sagen wir es mal so, außer zumindest wurde gesagt, dass sie in der Concept Art Phase ist. Genau. Und bei Anvil bleiben wird. Ja, der Hersteller bleibt also gleich. Was die Hurricane ansonsten mit sich bringen wird, ist noch komplett geheim. Müssen wir also abwarten. Für mich persönlich wird es wahrscheinlich einer der Concept-Sales sein, der so CitizenCon oder halt zwischen CitizenCon und Weihnachten irgendwann passiert. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, das waren also auf jeden Fall die Infos daraus. Immerhin doch noch sehr ergiebig. Ergiebiger auf jeden Fall als Reverse the Verse, um genau ehrlich zu sein. Wir kommen aber noch auf jeden Fall zu unseren Videos, was so passiert ist. Ja, und zu der Warnung. Stopp. Danke. Ja. Die Warnung. Genau. Ja. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und vor allem auch für alle, die so ein bisschen so in der Abwartestellung sind, wie sich das Spiel entwickeln wird. Es gibt oder gab immer mal wieder so ein paar Hacker- und Diebstahlangriffe auf die Schiffchen in eurem Hangar. Bei uns wiederum ist es noch nicht vorgekommen. Nee, bei uns ist es im Chor, also nicht, dass wir wüssten, schon vorgekommen, dass irgendein Account gehackt wird und zum Beispiel, was dann passiert ist, dass zum Beispiel Schiffe gegiftet werden, einfach so. Und da sagen sie einfach zwei Sachen. Gerade Leute, die eben nicht täglich das checken, wie wir jetzt, die immer in unseren Accounts drin sind, sondern die wirklich vielleicht sich Zeit lassen, ein halbes Jahr dazwischen haben, um sich mal wieder einzuloggen und mal nachzugucken. Zwei Dinge. Erstens, achtet auf E-Mails, die ihr bekommt, wo drin steht, du hast giftet. Ein Schiff gegiftet oder irgend so, also verschenkt. Und das Zweite wäre, aktiviert diese Multifactor Authentification, denn dadurch werden eure Accounts deutlich sicherer und gerade wenn ihr nicht so oft reingeht, ist es auch wirklich kein Problem, sich dann immer wieder einzeln mal einzuloggen, denn damit kann das sehr gut verhindert werden. Ja. Das war es dann an dieser Stelle, das wollten wir nur nochmal erwähnt haben. Und jetzt können wir zu den Videos kommen. Richtig, ja, genau. Womit fangen wir an? Mit der Caterpillar. Ja, da gibt es nämlich immer was Neues. Und deswegen hast du auch wieder mal ein kleines Update gemacht. Ein kleines Voice-Over zu der kleinen Caterpillar. Ja, genau. Schönes, kurzes Voice-Over. Mhm. Aber jetzt ist die aktuelle Greybox-Phase der Caterpillar fast abgeschlossen. Das heißt, sie ist jetzt im Final Design und Art-Stadium. Und das kann man sich da drin ganz gut angucken. Mein persönlicher Tipp ist immer noch, Alpha 3.0 wird dann auch die Caterpillar sehen. Aber das ist auch Spekulation. Schaut euch das Video an, wenn euch das Schiff interessiert. Es ist sehr, sehr cool geworden. Ansonsten haben wir nochmal es geschafft, alle Gamescom-Videos, Interviews zu übersetzen und als Voice-Over rauszubringen. Ja, sie sind jetzt alle da, alle auf Deutsch on air sozusagen. Auch das Video mit Todd Pappy und mit Sandy Gardner. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber auch, weil wir nicht einfach nur ein Voice-Over labern, wollte ich sagen, mit Engagement rübersprechen. Nein, sondern weil wir wirklich die Tonspuren auseinanderklamüseln mussten. Richtig, es sind halt wirklich Voice-Over, wie man sie kennt, auch aus dem Fernsehen vielleicht. Ansonsten haben wir bei den Galactic Guides zum Beispiel ein ähnliches, halt wirklich nur eine deutsche Tonspur untergelegt. Jetzt ist es tatsächlich ein geschnittenes Voice-Over. Schaut mal rein, wenn ihr auch die Interviews vielleicht noch nicht vollständig gesehen habt oder glaubt habt, dass ihr vielleicht die ein oder andere Info verpasst habt. Jetzt ist eine gute Möglichkeit. Und bei dem Artikel auf SCB habe ich sie euch auch alle komplett zusammengestellt. Da könnt ihr einfach auswählen, welches ihr haben wollt. Ja, das war das. Und dann hatten wir natürlich noch unser Special. Unser Special. 10K und ein Jahr SCB-Verse Report und zwei Jahre Crash Academy. Ja. Genau. Das war unser Special-Video. Und schaut da mal rein. Es ist auch ganz lustig geworden, finde ich. Schöne Ausschnitte aus Livestreams, aus anderen Reports, Specials.
und genau. Was da so getrieben wurde in den 2 Jahren. Ja, ein paar Rückblicke sind auf jeden Fall dabei, ein paar schöne Sachen. Also guckt auf jeden Fall mal rein, es war uns eine große Freude. Und damit möchten wir natürlich dann nochmal auf 2 Veranstaltungen hinweisen. Das eine ist auf jeden Fall der 15.10., der ein Livestream sein wird für unser Jubiläum und vor allem unsere 10K. Mhm. Das ist ein Samstag und da geht es um 10 Uhr los und geht 10 Stunden lang Crash Academy. Yeah! Ja, holt die Schiffstüte raus. Genau, bis ihr uns nicht mehr sehen könnt quasi. Also das notiert euch, Samstag 15.10. ab 10 Uhr Crash Academy live auf Twitch. Und dann haben wir natürlich noch die Sitcon, auf die wir aufmerksam machen wollen, die am 22.10. ist. Genau, da werden wir in Frankfurt sein, also Frankfurt am Main. Und hoffentlich ganz viele Star Citizen Fans treffen und auch sogar ein paar Mitarbeiter, ne? Definitiv, ja. Also über 350 Leute sind jetzt angemeldet als Backer und 22 Mitarbeiter von Cloud Imperium Games werden wohl kommen. Das heißt, die sind großteilig aus dem Frankfurt Office. Mhm. Wobei sie noch nicht genau verraten, wer außer dass Brian Chambers auf jeden Fall dabei sein vielleicht wird. Und auch wieder. Ja, vielleicht das auch. Und, die Stimme von Anvil Aerospace wird auch da sein. Und die hat sich übrigens bereit erklärt, auf der Sitcon auch für euch Sachen einzusprechen. Das heißt, wenn ihr Anvil Aerospace irgendwo hören wollt, dann würde sie auch live auf der Sitcon für euch ein paar Sachen einsprechen. Das heißt, besorgt euch ein Ticket, wenn ihr noch keins habt. Wenn ihr schon eins habt, freuen wir uns, euch dort zu sehen. Und wir haben jetzt zum Abschluss noch Interaction für euch. Ja, und was wollten wir denn da wissen? Diesmal habe ich dran gedacht. Ja, wir wollten jetzt eigentlich, weil wir die ganze Zeit schon davon reden, von der lieben kleinen Drake Harold, wollten wir wissen, wie sie euch denn jetzt im Final Stadium gefällt. Ja, die hat sich deutlich verändert. Also schaut mal auch in die Voice-Over- und Showcase-Episoden, die wir dazu gemacht haben. Die sieht anders aus und da wollen wir einfach mal bei Google Plus wissen, wie gefällt euch denn das neue Design? Am Anfang war ja immer das Stichwort hässlicher Sandklo. Inzwischen schaut sie euch mal an, wie ihr sie findet und das Schiff bewerten würdet. Bei Google Plus könnt ihr, wie gesagt, abstimmen. Wir freuen uns auf euer Voting. Ja, und damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder nächste Woche, wenn ihr alle wieder einschaltet. Bis dahin, lasst uns... Oder zum Monatsreport. Oder zum Monatsreport, genau. Der kommt da. Da sind wir nämlich auch fleißig dran. Mhm. Ende der Woche vielleicht schon? Ja, schätze Ende der Woche. Genau. Schaffen wir vielleicht. Cool, ja. Höchstwahrscheinlich. Ja. Und genau, und dann für den SCB-Verse Report dann am nächsten Dienstag wahrscheinlich. Genau, nächsten Dienstag, nächsten Mittwoch, das ist immer so die Zeit. Ja. Ansonsten schreibt uns, wie gesagt, nette Kommentare drunter, gebt uns Feedback, liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie ihr sie fandet. Abonniert natürlich den Channel, wenn es um Star Citizen geht und ihr up-to-date bleiben wollt. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen möchtet, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, es würde uns sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir beide, Cecilia und Sawyer, verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Kein 1, 2, 3. Ja, ich weiß. Sehr gut.